Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, das war eine durchaus heitere Runde. Voggenhuber gegen Schieder. Wer hätte sich das gedacht, dass sich zwei Linke so in die Wolle kriegen und so in die Goschen hauen? Spannendes EU-Duell. Links gegen ganz links, Voggenhuber gegen Schieder. Das war, glaube ich, das vierte oder fünfte Duell. Morgen geht es weiter, ganz spannend, mit Wilimski gegen Schieder. Das ist unser Beitrag zum 1. Mai. Und unser Beitrag zum 1. Mai sind auch diese beiden wunderhübschen und wundernetten Gäste, die ich hier begrüßen darf, wie immer am Dienstag. Gerald Gross, das rechte Zuckergroschel, wenn man so sagen darf. Sehr geschliffene Formulierungen, aber sie sind sehr spitz und manchmal ein Florett. Und Sebastian Born-Mehner, der Sympathieträger der Linken und der Twitter-Gemeinde, der versucht, dem Gerald Gross die gerechten Watschen aufzulegen, die der ja eigentlich verdient. Ne? So, wollen wir heute mal ganz sachlich beginnen, ganz gegenüber unsere sonstige Gepflogenheit. Wir haben eine Steuerreform heute präsentiert bekommen von der Regierung. Und das soll jedem Österreicher 1.000 Euro mehr bringen, allerdings erst in anderthalb Jahren. Und dann weiß man nicht, ob wirklich. Und die kalte Progression ist überhaupt bis nach der Wahl verschoben. Ist das eine tolle Steuerreform der Regierung, Kurz? Oder wurde hier nur ein dünnes Brett gebaut, Gerald? Es ist zumindest eine Steuerreform, die internationale Beachtung findet. Wenn wir dann zu einem anderen Thema, Armin Wolf, die Bild-Zeitung zitieren, dann sind es ja, dann sind es die heutigen ausländischen Zeitungen, deutschen Zeitungen wie Bild und die Welt und wie sie alle heißen, die sagen, Österreich hat hier eine Vorreiterrolle eingenommen bei der Steuerreform und da können sich andere europäische Staaten eine Scheibe abschneiden. Ich habe mir das heute ein wenig angeschaut. Gerade die unteren Einkommensbezieher zwischen 11.000 Euro bis zu sogar 60.000 Euro, deren Steuersätze werden durchschnittlich um 5% gesenkt. Das ist schon sehr viel Geld. Die hohen Steuersätze. 1.000 Euro im Jahr, jetzt wollen wir die Kirche im Dorf. Das ist zwischen 1.000 Euro bis zu 1.661 Euro ist die Höchsteinsparung. Ja, also von 100 Euro bis 1.661. Ja. Sind die kleinen und mittleren Einkommen, ein Einkommen von 31.000 Euro im Jahr, ja, ist jetzt kein hohes Einkommen, sondern ist ein mittleres Einkommen, würde ich sagen. Ja. Und diese werden entlastet. Die Steuersätze von 25% auf 20%. Naja, das ist aber schon viel Geld. Ja, das sind okay. Gute alte Schilling, sind das 13.000, 14.000 Schilling. Ist es eine große Reform, dann ist Sozialversicherung. Es ist eine Entlastungsreform. Ja. Unter Steuerreform verstehe ich im Übrigen was anderes. Unter Steuerreform verstehe ich, dass man das gesamte Steuersystem ändert. Da hat es die alten Vorschläge gegeben, Fairtex, Flattex, John Nesbitt, einheitlicher Steuersatz. Auf 25, passt, eine Steuererklärung. Einheitlicher Steuersatz auf 25%, ja, wie es im Übrigen andere europäische Staaten haben, das ist es nicht, sondern es ist eine Steuerentlastung, um bei der Wahrheit auch des Wortes zu bleiben, in der Höhe von 6,5 Milliarden Euro. Und die hat die Bundesregierung durchgeführt und es ist erstmalig eine Steuerreform, das möchte ich schon sagen, eine Steuerentlastung, wo man nicht quasi in die eine Tasche greift, um es den anderen zu geben. Wir haben geringfügige Steuererhöhungen bei der Tabaksteuer, das wird einmal alle Nichtraucher freuen. Wir haben eine Steuererhöhung bei der Nova, vor allem bei den großen, dicken SUVs, den sogenannten Diesel- und Benzinschleudern. Das heißt auch eine ökologische Komponente in der Steuerreform drinnen. Alles in allem ein rundes Paket, ein rundes Entlastungspaket, das die Österreicherinnen und Österreicher die nächsten 2 Jahre ganz konkret in ihrer Geldtasche spüren werden. Das heißt, der Regierung gibst du jetzt, wenn man sagt, das waren jetzt die ersten 1,5 Jahre und wir gehen jetzt in die EU-Wahl hinein und vor dieser EU-Wahl gibt es eine kurze Bilanz, dann ist die Note des Gerald Gross. Die Regierung ist zweifelsohne gut unterwegs. Ja, das sind Schulnoten gesprochen. Gut, ein guter Zweier. Sie ist gut unterwegs, ja. Sie ist in die PR-Falle getappt, der sogenannten Twitter-Blase vor 4 Wochen. Darüber und hat wir in die Hysterie eingepfiffen, Identitäre und Co. Das war ein schwerer Fehler der gesamten Regierung, das hätte ich nie gemacht. Sie hat dann die exhumierten... Gut, also, auf das kommen wir gleich. Aber sachpolitisch gibst du ihr ein 2 Plus unterwegs, und sagst, unterwegs. Das wird ihre Zustimmungswerte steigern, diese Steuerentlastung? Ja, also es haben schon andere Regierungen Steuerreformen gemacht, die letzten 50, 60 Jahre.
Die Menschen nehmen es zur Kenntnis, die Menschen merken auch, dass sie 1.500 Euro mehr haben, aber die große Dankbarkeit der Wählerinnen und Wähler ist nicht spürbar. Na ja, der Obama, die Zustimmung, der Bill Clinton hat immer gesagt, it's the economy, so viel wie es dem Geldbeutel aus zu wählst. Also es hat auch den Tony Blair gegeben, der auch geglaubt hat, mit New Labour, mit Entlastungsschritten eine Wahl zu gewinnen. Er ist dann abgewählt worden, wie wir wissen. Sebastian, wie siehst du diese Steuerentlastung, die der Gerhard Groß in höchsten Tönen lobt? Ja, das mag wahrscheinlich daran liegen, dass er im Gegensatz zu mir keine Ahnung von Wirtschaft hat, weil ich habe studiert und er hat runtergelesen von den Zetteln, die er bekommen hat. Diese Entlastung ist vor allem eine Entlastung, ich glaube vom FPÖ-Pressesprecher, wenn ich richtig informiert bin, aber es selber geschrieben, wunderbar. Vom Telefon. Natürlich, ich bin nur ferngesteuert. Na, selbstverständlich. Sie sind heute wieder ein besonderer sympathischer Leckerbissen. Sie werden nicht umsonst Politiker. Sie sind ein echter Sympathieträger. Machen Sie weiter so. Machen Sie weiter so. Er hat Wirtschaft studiert und daraus schließt du was aus deinem Wirtschaftsstudium? Schau, es ist immer das Gleiche. Ja? Wenn Steuerreformen als große Entlastung für kleine Einkommen gepriesen werden und dann ein Gerald Gross hier von 50.000 Euro Jahreseinkommen als geringem Einkommen spricht, dann zeigt das nur die Parallelwelt, in der Gerald Gross und seine Freunde leben. Lass mich bitte aussprechen, ich habe Sie auch ausreden lassen. Sie können nachspulen. Herr Gross, Sie können gerne nachspulen, aber jetzt lassen Sie mich bitte ausreden. Also Sie haben vorher gesagt, das ist in der Bandbreite bis zu 50.000 Euro, das sind die niedrigen Einkommen, das hat mit niedrig nichts zu tun. Gut, also Herr Gross, der Punkt ist, das ist eine Entlastung, die vor allem nicht die Kleinen und Mittleren trifft, sondern wir haben ein Entlastungsvolumen von ungefähr 1,5 Milliarden Euro pro Jahr für die Unternehmen im Bereich der Körperschaftssteuer. Wenn wir uns die Körperschaftssteuer anschauen, die ja schon unter Schwarz-Blau 1 einmal gesenkt wurde und dazu einen Milliardenausfall kumuliert in den letzten Jahren geführt hat, dann wissen wir, dass diejenigen, die am wenigsten Steuern zahlen, bei uns diejenigen sind, die besonders viel Geld haben, und diejenigen, die am meisten zur Finanzierung unseres Staates beitragen, diejenigen sind, die am wenigsten verdienen. Warum? Weil die Konsumsteuern, und das sind die wirklich perfiden Steuern, also die Steuern auf die Chic, die Steuern aufs Essen, die Steuern aufs Benzin, die treffen alle. Und die werden immer und immer weiter erhöht, wohingegen die Entlastungen für die Großkonzerne, und das sehen wir ja auch, dass die meisten Entlastungseffekte, gerade was Körperschaftssteuer und so weiter betrifft, immer die Top-Unternehmen betrifft und nicht die kleineren Unternehmen, auch nicht die EPUs, die viele zitierten. Aber du kannst ja auch nicht wegdiskutieren, dass heute die kleinen Einkommen, wie er sagt, 5% entlastet wurden. Ob es wirklich 5% sind, weiß ich nicht. Aber zumindest zwischen 800 und 1.000 Euro kriegt also jemand, der 2.000, 2.500 Euro brutto verdient, in Zukunft mehr netto aufs Konto. Wolfgang, wenn wir Lebenskostensteigerungen haben, wo die Miete, die Lebensmittel und die Güter des täglichen Konsums exponentiell steigen, ja, also dann, verpufft das. Ja. Naja, aber du hast vorher angesprochen, die kalte Progression. Mhm. Das ist genau das Problem. Wir erleben, dass die Kaufkraft der Menschen, trotz Entlastungen wie in dieser Reform in keinster Weise stärker werden. Und das ist genau der Grund, warum die Dankbarkeit der Wählerinnen und Wähler enden wollend ist, weil sie genau wissen, dass sie da in Wirklichkeit nichts davon haben werden. Das ist genau der Schmäh bei der ganzen Geschichte. Wir sehen, dass da ein Entlastungseffekt gemacht wird, der so schnell verpufft, so schnell kann es gar nicht aufs Konto schauen, ist das Geld schon wieder weg. Also Herr Dr. Bornmänner, ich gebe Ihnen jetzt einmal einen Zettel, damit Sie mich, schreiben Sie mit, dann können Sie mich ordentlich zitieren. Wolfgang, gib ihm vielleicht einen Kugelschreiber, vielleicht bereiten Sie sich einmal vor. Ich habe vorher gemeint, die Einkommen zwischen 11.000 und 60.000, die kleinen und mittleren Einkommen, explizit die Summe 31.000 Euro im Jahr genanntes mittleres Einkommen. Ich hoffe, das ist nicht zu hoch für Sie heute wieder im edlen britischen Tweet hier sitzend, mit einem guten Einkommen, wahrscheinlich auf Kosten des Tierschutzvolksbegehrens. Aber jetzt sage ich Ihnen Folgendes. 2.100 bis 2.200 Euro brutto im Monat. Sie vergoggeln sich von einem ins andere. Ich weiß nicht, wo Sie Ökonomie studiert haben. Wenn wir heute in allen Steueretappen, außer eben die Höchststeuersätze, die bleiben nämlich unangetastet, also die sogenannten Millionäre, 1 Million Euro und plus, ist bei 55% unangetastet. Das wird nicht weniger. Ja? Also die Millionäre werden nicht entlastet. Das ist einmal eine super Geschichte, oder? Sagen, Sie? Nein, das ist eine klassische Lügenpropaganda, die Sie hierher bringen. Nur weiß ich es nicht, ob es aus Vorsatz oder reiner Dummheit passiert ist. Oh, wunderbar. Oder ob Sie sich nicht vorbereitet haben.
die Einkommen zwischen 11.000 und 60.000 werden allesamt in ihren Steuerklassen um 5% gesenkt. Noch einmal, da bleiben zwischen 100 Euro und 1.661 im Jahr in der Geldtasche. Das mag für Sie Peanuts sein, das ist aber für viele andere arbeitende Menschen in dem Land sehr viel Geld. Und wenn Sie die Senkung der Körperschaftssteuer heute hernehmen und die Großkonzerne strapazieren, dann wissen Sie offenbar nicht, dass sehr viele kleine Unternehmen in unserem Land alle GmbH sind und alle Körperschaftssteuer zahlen. Aber nicht davon betroffen jede sind. Kleine GmbH, jede privilegierte Nein. GmbH mit einer Stammeinlage von 17,5 oder 7.000 Euro, die kleinen privilegierten GmbHs, die kleinen Handwerker, die sie alle das Gesellschaftsrecht, weil sie genau. den Sohn mit hineingenommen haben, die werden davon alle, nicht entlastet, die zahlen Herr Groß. Alle, Herr Dr. Bornmänner, hören Sie mir zu, die zahlen alle Körperschaftssteuer. Und selbstverständlich profitieren die von der Senkung der Körperschaftssteuer von 25% auf 21%. Wenn Sie jetzt herkommen und behaupten, dass Starbucks ja, oder die großen Konzerne, vor denen Sie warnen, Google etc., von einer Körperschaftssteuer bei einer GmbH entlastet worden sind, dann darf ich Sie aufklären, die haben keine GmbHs nach dem Gesellschaftsrecht in Österreich. Die können gar nicht entlastet werden. Also noch einmal, ich bitte Sie inständig, wirklich inständig, bereiten Sie sich vor. Das wird nämlich fast mühsam. Das sind konkrete Zahlen heute. Nein, das sind heute konkrete Zahlen am Tisch und über die können wir reden. Sie können ja von mir aus die flapsige einwerfen, ja, warum haben Sie die Schaumweinsteuer abgeschafft? Das wäre wenigstens ein linker Populismus gewesen, den ich mir von Ihnen erwartet hätte. Aber dazu hätten Sie wissen müssen, dass das passiert ist. Das wissen Sie ja auch nicht. Eine berechtigte Frage ist. Bereiten Sie sich vor, da haben Sie noch nicht meine Zettel. Eine Frage, ich weiß nicht, ob das auf den Zettel draufsteht, wäre. Warum ist die kalte Progression nicht abgeschafft worden? Das stimmt, das ist eine... Das hat der Schelling schon vor 3 Jahren gefordert. Ja, warum machen die das nicht? Das ist eine berechtigte Frage, das ist eine berechtigte Forderung. Ich befürchte Folgendes, ich hätte es mir als Erster gewünscht. Ich zahle ja derzeit, nur zu deiner Information oder auch zu Ihrer Information, ich bin in der Steuerklasse 49,3% im übrigen Einkommensteuer. Ja, das ist zumindest meine Jahresbilanz 2018 gewesen. Daran wird sich nichts ändern. Obwohl uns versprochen wurde, es wird 40% gesenkt. Aber ich habe kein kleineres oder mittleres Einkommen, weil wenn ich bei 49,3% bin, kann sich jeder mein Einkommen ausrechnen. Geheißen, es wird das, was ich nicht verstehe, das stimmt, zwei Dinge verstehe ich nicht. Erstens. Die große Änderung im System, weil ich glaube, dass diese Bundesregierung die Kraft hätte, auch mit den nötigen Mehrheiten, die im Parlament hier sind, die durch Umfragen ausgestattet sind, da hat es zwei große Vorschläge gegeben. Du weißt das, du bist sehr amerikanophil. Ja. Die Idee John Nesbitt, Fairtex, Flattex. Ja. Im Übrigen Tschechien, Polen, wie sie alle heißen, die Slowakei, haben alle damit begonnen. Alle sogenannten super, ehemaligen Ostblockstaaten. Ja, ein einfaches Steuersystem, bei dem sich jeder auskennt. Nein. Wissen Sie was? Sie dürften offenbar bei Ihrem Einkommen, was Sie auch immer haben, noch nie einen Steuerberater konsultiert haben. Ich würde Sie weil Ihnen es einmal so raten. Niedrig ist, lieber Herr Groß. Ich weiß nicht, was Sie beim Tierschutzvolksbegehren cashen, ob Sie einen 10er oder Nationalratsgehalt cashen. Im Gegensatz zu Ihnen bin ich nicht in der höchsten Steuerklasse und ich doziere hier auch nicht über große Einkommen, die bei 50.000 Euro sind. Sie haben von Wirtschaft so viel Ahnung wie von Politik, nämlich überhaupt gar keine. Sie sitzen hier und beten irgendwas rund und beleidigen mich jede einzelne Sendung ohne Sie beleidigen sich mit Ihren Worten selbst. Das ist einmal die Wahrheit. Ich versuche, eine inhaltliche Diskussion zu führen. Und die inhaltliche Diskussion Sie scheitern ist, an sich selbst. Und, das habe ich, und im Übrigen diskutiere ich jetzt schon mehr mit dem Wolfgang Fellner, weil der ist wenigstens vorbereitet. Bin ganz gerührt. Dass diese Regierung, und das finde ich schade, es nicht zustande gebracht hat, eine grundlegende Änderung des Steuersystems und die kalte Progression endlich abzuschaffen. Was sagt der Bornmänner dazu? Ja, also ich sage dazu, dass der Gerald Groß offensichtlich immer noch verzweifelt, das runterzulesen aus seinen Zetteln. Steht, aber er versteht es offenbar selber nicht. Der Grund, warum die Menschen, das haben Sie gerade vorher selber gesagt, nicht begeistert sind von dieser Steuerentlastung, ist der, dass es ein Hohn ist. Sie können noch so oft sagen, dass Sie mit Ihren 49,5% Spitzensteuersatz Spitzenverdiener in Österreich genau wissen, wie viel Steuer man zahlt. Gratulation, lieber Herr Groß, dass Sie so viel verdienen. Gratulation, dass Sie offensichtlich von der FPÖ so gut bezahlt werden, dass Sie hier das Politäffchen geben können. Aber das ist ja nicht das Thema hier und heute. Das Thema ist diese Geschichte, die heute passiert ist, eine Entlastung für die Menschen, ja oder nein? Und egal, wie viele Zahlen Sie jetzt auf Ihren Zettel draufschreiben, weil Sie können offensichtlich das kleine M1 noch nicht einmal, deswegen brauchen Sie Zettel zum Rechnen. Also, das ist keine Entlastung für die Menschen. Und warum ist keine Entlastung für die Menschen, Herr Groß? Weil die Leute können sich nichts kaufen damit an der Kasse, dass sie ihnen sagen, dass das super Entlastung Euro? Ist. Mit das zahlen keine 1.600 Euro. Na, was wissen Sie, wer 1.600 Euro bekommt, Herr Groß? Wer bekommt die?
die mit 5.000 Euro im Monat, Herr Gross. Wie viele Menschen gibt es in Österreich, die so viel verdienen? Mensch, das wissen Sie ja selber. Jetzt schauen Sie wieder deppert. Jetzt schauen Sie wieder deppert, weil Sie verstanden haben. Wissen Sie, wie viel Einkommen wir mit 11.000 unter 11.000 Euro? Aber jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Sie können davon nicht rechnen. Leute, darf ich bitte kurz eine Frage stellen? Das ist ja eh therapeutisch zu beantworten. Danke. Ich muss reden die ganze Zeit, das ist nur Unsinn. Ja, Dr. Bornmähner. Reden wir bitte über Populismus. Von der Wirtschaft verstehen Sie wirklich gar nichts. Ja, ist in Ordnung. Ja, reden wir gleich. Ist in Ordnung, reden wir schon. Letzte Runde. Herr Dr. Bornmähner. Ich möchte immer eine Frage stellen. Entschuldigung, ich bin da. Wenn jemand 2.100 Euro verdient, dann kriegt er in Zukunft 800 Euro Steuerersparnis. Ja. Nur davon kann er sich da was kaufen. Nein, Fernseher, eine Kücheneinrichtung, er kann auch einen Kredit aufnehmen. Wolfgang, das Problem ist, diese 800 Euro werden in der Reinheit niemals am Konto Niederschlag finden. Wieso? Warum? Weil die Lebenskosten so rasant steigen, weil die Einkommen stagnieren und weil der Entlastungseffekt nur dann funktioniert. Denken Sie doch einmal nach. Warum funktionieren die Einkommen? Die Einkommen stagnieren. Schau dir an die Lohn. 2,7% ist derzeit. Herr Dr. Bornmähner, ganz ehrlich, wissen Sie was? Ich habe eine Idee. Gehen Sie nach Hause zu Ihrer Frau, die ist bei der Gewerkschaft. Die erklärt Ihnen, weil die Gewerkschaft hat nämlich die ganzen Lohnabschlüsse abgejubelt und abgefeiert von der Arbeiterkammer und vom ÖGB. Mhm. Ihre Frau wird Ihnen erklären, dass die Lohnabschlüsse in diesem Jahr und im letzten Jahr so hoch wie noch nie in Österreich waren. Nämlich durchwegs alle über der Inflation. Alle über der Inflation. Genau. Haben Sie vollkommen recht. Wir haben sie nicht nervös. Das ist ja witzlos. 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 Das
Ja, gehst sicher, entschuldige bitte, der 1. Mai ist eine Institution, der uns alle angeht. Sind Sie damals als ÖVP-Mitglied zum 1. Mai gefahren? Nein, das ist aber gut, das ist okay. Die 100.000 Menschen, die Sie hier pauschal als Idioten bezeichnen, schämen Sie sich. Der einzige Idiot hier, das sind Sie. Sie gehen offenbar mit jedem gern Gassi, das habe ich schon bemerkt. Das ist wieder ein anderes Problem. Wenn du beim 1. Mai mitgehst, zieh ich meine Nutzung. Entschuldige. Wie Sie bei der ÖVP waren, sind Sie auch mitgegangen? Kurze Frage, wie Sie noch bei der Jungen Volkspartei waren und beim ÖAB, sind Sie da auch mitgegangen? Auch der ÖAB feiert den 1. Mai. Aber wirklich, am Rathausplatz. Der Tag der Arbeit ist ein Feiertag. Warum? Na, warum ist der Tag der Arbeit ein Feiertag? Das ist die besondere Skurrilität, dass ein Feiertag ist. Also der höchste. Sollten wir ihn abschaffen, den 1. Mai? Ja, gegen keinen Freitag. War immer schon meine Idee. Wir geben den Leuten keinen Freitag frei. Die Sozialisten sind ja besondere Freunde des Karfreitags. Sie bezeichnen Menschen, die demonstrieren für ihre Rechte als Idioten. Sie wollen den 1. Mai abschaffen. Das ist der Weg in den Faschismus, Herr Gross. Das ist genau der Grund. Leute wie Sie, die einfach die Menschen entrechten wollen, die ihnen eine lapidare Steuererleichterung als das große Geschenk, während man die Hintertür die Konzerne entlastet, glauben Sie, die Leute sind wirklich so deppert? Glauben Sie das wirklich, Herr Gross? Nein, so. Bitte, wir sind bei Betriebstemperatur angelangt, meine lieben Damen und Herren Zuschauer. Die beiden Herren sind wieder in der Gerald Gross gegen Sebastian Braun-Mehner-Stimmung. Das heißt, sie können sich jetzt auf eine spannende zweite Runde gefasst machen. Umso mehr, als es in der zweiten Runde jetzt genau um dieses Thema geht, nämlich wie rechtsextrem ist die FPÖ, wie sehr hat sich diese Partei mit ihren Rattengedichten und sonstigen guten Einfällen, unter Anführungszeichen natürlich, geschadet. Wie sehr werden wir mittlerweile zum Gespott von Europa und wie recht oder nicht recht hat Armin Wolf. Damit sind wir gleich wieder hier. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Von 30.000 bis 40.000 Euro im Jahr. So, die beiden Herren noch immer in Vollrage, kann man sagen. Die Herren nicht aufzudiskutieren. Derzeit streiten sie darüber, ob 800 Euro Steuerentlastung viel Geld sind oder nicht. Das, finde ich, haben wir ausdiskutiert. Wir kommen zu einem zweiten Thema, das die Steuersenkung oder Steuerreform von heute eigentlich seit Tagen überschattet. Das ist die Frage, wie sehr macht sich die FPÖ derzeit zum Gespött Europas oder macht sie Österreich zum Gespött Europas? Wir haben hier eine wunderschöne, ganzseitige Ausgabe der Bild-Zeitung, heute erschienen. Ja. Ganze Seite 2 muss man erst einmal bekommen. Das letzte Mal hatte sie Sebastian Kurz, als er Kanzler wurde, übertitelt das irre Ösi-Theater. Ja, leider. Was sagt Sebastian Braun-Mehner dazu? Naja, also wenn wir sehen, dass wir inzwischen schon 60 sogenannte Einzelfälle in der FPÖ haben, dass wir jetzt jede Woche darüber reden müssen, nicht, weil wir es wollen, weil keiner von uns möchte Rattengedichte, rassistische oder irgendwelche Verschwörungstheorien, alle der große Austausch und so weiter. Wir haben es alle satt. Und trotzdem kommen wir nicht aus den Schlagzeilen raus. Inzwischen sind wir sogar schon international geächtet. Geächtet. Na, entschuldige bitte, wenn viele Medien international schreiben, dass diese Bundesregierung ins Allerrechteste abrückt, und zwar nicht wegen der ÖVP, sondern wegen der FPÖ und vom Vizekanzler abwärts, jeden einzelnen Tag ein neuer Einzelfall passiert, wo man sich ständig distanziert und dann wieder nicht distanziert und dann schon. Und dann sagt der aus der Steiermark, nein, doch nicht. Und dann sagt der aus Oberösterreich, oh ja, schon. Das ist ja nur noch ein Schmierentheater. Und ich glaube, das ist etwas, was uns als Kultur und vor allem auch Tourismusnation extrem schadet. Oskar Deutsch war vor kurzem in Jerusalem und hat dort erzählt davon, wie er angesprochen wird von Menschen, die sagen, bitte, was ist bei euch in Österreich los? Wie kann es sein, dass Menschen wie Heinz-Christian Strache, wo man über seine Neonazi-Vergangenheit in allen Zeitungen lesen kann, wo man ständig sieht über die Verstrickungen zwischen rechtsextremer, identitärer Bewegung und freiheitlichen Partei. Also wo wir die ganze Zeit einen Beweis und einen Skandal nach dem anderen am Tisch liegen haben. Ich beginne mich wirklich langsam zu genieren. Und ich mache mir wirklich große Sorgen um das Ansehen unseres Landes, das sich viele, viele Menschen erarbeitet haben, dass dann die Freunde von Gerald Gross daherkommen und das binnen weniger Jahre zerstören. Einfach nur, weil sie machtgeil sind. Was sagt der Gerald Gross zu dieser doch relativ groß geratenen Abrechnung der Bild-Zeitung mit dieser von ihr ursprünglich sehr positiv bilanzierten Türkis
schwarzen Regierung, es schreibt eine türkisblauen Regierung. Es schreibt ja der Kollege Ronsheimer, der die Kurzbiografie ja sehr positiv geschrieben hat. Und der schreibt jetzt, dass ihre Ösi-Theater sinngemäß Österreich verabschiedet sich ins rechtsextreme Eck. Ja, aber dass das jetzt nicht das intellektuelle Blatt unseres Nachbarn ist, die Bild-Zeitung, die bestenfalls... Aber immerhin eine Zeitung, die als Kurzfans greift. Ja, aber Wolfgang Fellner, das ist jetzt für mich kein Maßstab, die Bild-Zeitung. Das mag zwar für viele andere ein Maßstab sein, für mich nicht. Ich war jetzt auch unlängst in Italien, bin von einem St. Pöltener angereiht worden, der mich gefragt hat, warum ich mich jede Woche mit einem Trottel auf den Tisch setze. Also, das kann jedem passieren. Und wenn dem Oskar Deutsch das in Israel passiert und er sich für die Bundesregierung verteidigen muss oder nicht, dann soll er es. Oder soll er es nicht machen, ist mir auch relativ... Harmlosung. Es ist mir relativ wurscht. Ja, halten Sie sich Ihre alte Platten immer dieselbe. Es, na, das die Publikum, alte Platte kommt jetzt aber... Jetzt schon wieder ein paar tausend Leute aus. Das hast du ja vorher selber gesagt, dass die FPÖ in eine Twitter-Falle oder Twitter-Blase... Nein, ich glaube, dass die gesamte Bundesregierung hineingetappt ist, indem sie indem sie in der Hysterie mitgemacht hat, das eigentlich nicht notwendig gewesen wäre. Noch einmal, ob es Ermittlungen gegen den einen oder anderen gibt in der Republik, ist nicht Aufgabe der Bundesregierung, dies zu kommentieren, ob der Ortsfunktionär in einer Gemeinde das oder jenes macht, wie im Übrigen es Ortsfunktionäre von Rot, Schwarz, Grün und Blau und alle machen. Der eine fährt so auf dem Auto und der andere... Von Brauner, ja, aber jetzt ist noch einmal, ja, jetzt gebe ich dir vollkommen recht, jetzt ist aber Brauner nicht der Nabel der Welt, zumindest seit 1945 nicht mehr. Seit 1945 ist Brauner nicht mehr der Nabel der Welt, für andere offenbar schon. Ja, die Leute in Brauner, aber noch einmal, der siebte Zwerg von links hinterm siebten Zwerg, es ist auch nicht die Aufgabe der Bundesregierung, das zu kommentieren, aus meiner Sicht. Also ich glaube, dass die österreichische Bundesregierung ganz andere Dinge abzuarbeiten hat, als 200, 300. Du meinst, der Kurz ist schuld, dass er seine Regierung ins rechte Eck gefahren hat, weil er den Strache ermahnt hat, keine roten Linien zu überschreiten. Also, mit Verlaub gesagt, wolltest du uns das bei sagen? Ins rechte Eck geführt hat. Bei der Installierung der österreichischen Bundesregierung, also bei der Unterschrift ihres Arbeitsübereinkommens, sind sie weltweit als die neue Rechtsregierung betitelt worden. Also sollen sie sich jetzt dafür nicht genieren, dass sie bürgerlich rechts der Mitte stehen. Ich weiß nicht, warum man sich dafür genieren sollte. Dass es keine linksextreme Regierung ist, ist klar. Dass es keine sozialistische Belastungsregierung ist, ist auch klar. Und dass Grünen sich in dieser Regierung nicht finden, außer der Rosen vom Bundeskanzleramt, ist auch klar. Man braucht sich nicht dafür genieren, ein konservativer, bürgerlicher oder liberaler Mensch zu sein. Ich verstehe das nicht. Und jetzt zu, und eine andere Geschichte, der ganze Aufbau da und den großen Austausch. Ja? Also im Jahr 1993 hat es den Wolfgang Fellner gegeben, der war damals Herausgeber vom Nachrichtenmagazin News und hat ein Interview mit Jörg Haider geführt, wo der Jörg Haider in diesem Interview gesagt hat, bevor die Politiker das Volk austauschen, sollten wir die Politiker austauschen. So, da sind die ganzen Identitären noch mit der Blechtrommel vom Christbaum herumgerannt und sie haben überhaupt noch in die Windeln gemacht, hat es diese Idee schon gegeben, diese Kritik, hat es diese Idee und diese Kritik schon gegeben, dass es zum Austausch kommt. Und wenn wir heute die Schülerzahlen vom vorigen Jahr an den Wiener Schulen sehen, dass wir 51,2% in Gesamt-Wien an unseren Schulen Schülerinnen und Schüler nicht deutscher Muttersprache haben, nämlich mehr als die Mehrheit, dann empfinden sie das als Bereicherung und andere sagen, das ist der große Austausch. Und that's it. Und an der neuen Mittelschule 72,8%. Wir haben es mit einer Unterwanderung der Gesellschaft. Und das werden wir nicht mehr sagen dürfen. Deine Sympathien für die FPÖ in allen Ehren. Aber ist es nicht schon ein bisschen gaga von einem Vizekanzler, genau die Formulierung zu wählen, mit der die Keiner im Jahr 1993 ein Riesenproblem haben und die, genau die Formulierung, die der Attentäter von Christchurch den Identitären gefladert hat, kopiert oder sonst was. Zufall, Wolf. Da muss man doch schon sehr dumm sein, das in ein Interview mit der Krone noch einmal wiederzugeben. Entschuldigen Sie mal. Das ist ja bei aller Gelegenheit auch. Der Attentäter, der grausliche Attentäter von Christchurch, ist jetzt aber auch nicht für mich der Maßstab, meine Sprache, meine Meinung zu der ersten Gesellschaftspolitik. Ach so, Jörg Haider, oder? Jörg Haider ist Ihr Maßstab. Wenn ich vom Bundeskanzler ermahnt werde, mich von den Identitären zu distanzieren, und dann gebe ich ein Interview und wiederhole genau die Grundformulierung. Ja, so was, wo ist das Problem? Na her? Na herrlich! Jetzt sage ich ganz ehrlich. Wirklich? Stellen Sie sich vor, ein IS-Attentäter. Also, wenn die FPÖ, wenn die Freiheitliche Partei Österreichs, diese Gratiswerbung der letzten Tage alles in allen Zeitungen
finanzieren müsste, wäre sie übermorgen pleite. Die Werbung, die die FPÖ zur EU-Wahl samt dem Herrn Wolf und alle anderen Gewinner kriegen, die reibt, die sitzen in ihrer Parteizentrale und reiben sich die Hände. Der gesamte EU-Wahlkampf spielt sich dank solcher Faktoren wie dem Herrn Bornmänner und seiner Gesinnungsgenossen, nur wir haben den Herrn Wilimski gehabt. Der reibt sich alle Hände. Über das reden wir. Ja, ist ja so. Dieser Marketing-Effekt ist ungefähr vergleichbar mit dem Marketing-Effekt des Attentäts auf Neuseeland. Da jubeln auch sie offensichtlich und denken sich, wow, das Attentat in Neuseeland war super Werbung für den Touristenstand. Oder? Nein, Herr Groß, nein, die Menschen haben es satt. Ja. Sie haben schon 1993 satt los. Gehabt, diese Bevölkerung. Die Art und Weise, wie wir keine gesprochen hat, lieber Herr Groß, ich bekomme haben die Menschen damals, leiser. Haben schon damals abgelehnt. Ja. Das Gedankengut des Jörg Haiders war schon 1993 unterirdisch. Ja. Und das nationalsozialistische Gedankengut, das seit 1945 von Parteileuten ihrer Gesinnungsgemeinschaft immer und immer wieder aufgewärmt wird, wo die rechtsextreme Bewegung sich nicht blödet, das immer und immer wieder zu verbreiten und jetzt der Vizekanzler, und das ist der Grund für den Aufschrei, der Vizekanzler hinsetzt und Verschwörungstheorien verbreitet und Sie, Politäffchen, Sie bezahlt es, dann hier sitzen und sagen, der Vizekanzler ist erhöht und der Jörg Haider war schon erhöht. Nein, Herr Groß, Wahnsinnige. Von vorn bis hinten einfach nur Wahnsinnige. Nein. Also, ich darf kurz antworten. Ist die FPÖ rechtsextrem? Wie oft denn noch? Wie oft müssen wir die Frage noch stellen? Seit 52 Wochen, entschuldige bitte, wenn Sie einen Parteiobmann haben, der sich hinsetzt als Vizekanzler der Republik und sagt, wir erleben einen Bevölkerungsaustausch, Verschwörungstheorien von sich gibt von Rechtsextremen, wo sind wir denn inzwischen gelandet? Herr Dr. Nur weil Sie hier sitzen dürfen, Herr Groß, heißt das nicht, dass Sie Recht haben. Und nur weil ein paar tausend Wahnsinnige Ihnen zujubeln unter Ihren Videos, heißt das nicht, dass Sie Recht haben. Herr Dr. Bornmänner, Sie haben nicht Recht. Aber er hat das Wort, er hat nicht Recht, aber er hat das Wort. Wissen Sie was, schreiben Sie sich vielleicht das auf und picken Sie es aufs Häusl, weil es macht keinen Spaß mehr. Nein, es ist in Wahrheit unlustig und die immer gleiche Latrinen-Rhetorik, die von Ihnen kommt. Die bringt auch nichts und auch wenn Sie von der Wiederholung leben, das verstehe ich schon, weil die drei Sätze müssen Sie sich einmal merken. Nein, ich bin überhaupt nicht böse. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ja, ich sage das ganz, nein, ich bestärke ihn weiter so zu tun. Das ist doch perfekt. Solche Typen machen die beste Wahlwerbung für die Freiheitliche Partei, für die Volksparteil. Das ist doch perfekt. Normalerweise, die hat damit normalerweise, nichts zu tun. Und er schreit schon wieder. Schau dir doch die Rhetorik an. Schau dir die Physiognomie an. Schau, wie die Gesichtszüge teilweise entgleisen. Es ist so. Es reicht. Er macht Wahlkampf. Jeder Auftritt vom Dr. Bornmänner ist Wahlkampf für die Volkspartei, für Kurz und für die Freiheitliche Partei. Schauen Sie, das hat in die 90er Jahre waren das die Demonstranten bei irgendeinem. Heute sind solche Typen wie Sie. Ich bin vollkommen beruhigt. Ich freue mich über jedes extremes Gedankengut hat in der Volkspartei keinen Platz. Und nur weil Sie die Volkspartei versuchen zu beschmutzen, wird das nicht passieren. Herr Dr. Bornmänner, ich weiß nicht. Na klagen Sie mich doch endlich. Dann kann ich Sie mir vor Gericht zeigen. Ernst doch auch. Na komm, holen wir unsere Tatsachensubstrat. Jetzt darf ich die Frage stellen. Holen wir uns doch das Tatsachensubstrat. Darf ich die Frage stellen? Nützt diese Befetzung der FPÖ, egal ob sie berechtigt oder nicht berechtigt ist, jeden Tag ein neuer Rechtsextremismusvorwurf, ein Rattengedicht, Verschwörungstheorie der Identitären, schießt mal vom Vizekanzler. Am nächsten Tag tritt der Chef der Identitären auf und sagt, Stache ist großartig, er ist wieder am rechten Weg angekommen. Okay. Nützt es der FPÖ? Ja. Weil es keine inhaltliche Auseinandersetzung, keine sachliche Auseinandersetzung mit den einzelnen Kritikpunkten und Argumenten der Freiheitlichen Partei geht, sondern de facto eine Stilauseinandersetzung geht, die von solchen Typen wie meinem Diskussionspartner befeuert werden. Und daher sage ich, jeder einzelne dieser eklatanten Ausritte oder Auftritte, zum Beispiel von Ihnen, aber von vielen anderen, nützt der FPÖ, aber auch der ÖVP. Ja, es nützt beiden Regierungsparteien, denn wissen Sie was? Diese Erregung, aber auch diese Niveaulosigkeit, aber auch immer wieder die gleichen Argumente, Herr Dr. Bornmänner, entwerten ja in Wahrheit. Bringt es eine neue Dynamik in den EU-Wahlkampf? Kann der Wilimski das jetzt gewinnen? Wir haben seit drei Wochen eine massive Dynamik im EU-Wahlkampf. Mhm. Und das alte Beispiel, das seit 20, 30 Jahren gilt, die Freiheitliche Partei ist ja wie ein Wiener Schnitzel, je mehr man es klopft, umso größer wird sie. Ist auch durch diese
teilweise gerechtfertigte, teilweise ungerechtfertigte, argumentative Polarisierung. Perfekt. Und ich sage, es wird auch der ÖVP nutzen im Übrigen. Wer wird gewinnen? Kann der Wilimski die Wahl gewinnen jetzt bei dieser Polarisierung? Also das weiß ich nicht, wie sich dann konkret oder auf die einzelne Wahlzahl schaden wird es ihm sicher nicht. Schaden wird es ihm sicher nicht. Es könnte sein, dass es Wähler gibt, die sagen, ich habe ja durchaus einen Freundeskreis, aber auch einen Bekanntenkreis von Grünwählern, von ÖVP-Wählern, auch freiheitliche Wähler dabei, zumindest die bürgerlichen Wähler, die Schwarzwälder, Freiberufler, Zahnärzte, Juristen etc., die eigentlich kurz auch gewählt haben, sagen, also vor 3 Wochen, das war dann noch ein Irrsinn da mit den Identitären oder vor 5 Wochen, aber mittlerweile kommt genau dieser eine Satz, aber jetzt überziehen Sie es, das ist ja Sauerei, was man den Freiheitlichen alles unterstellt. Und das ist auch gut so und daher plädiere ich dafür, überhaupt dem Herrn Bornmähner eine 24-Stunden-Sendung zu geben, bis zum EU-Wahltag, zum 25. Mai, und die Freiheitlichen oder die Schwarzen sollen es zahlen. Die Frage ist ja auch an den Sebastian Bornmähner gerichtet. Perfekt. Kann die FPÖ aufgrund dieser Polarisierung jetzt die EU-Wahl vielleicht sogar gewinnen? Oder gilt das alte Häupl-Geheimnis, du ziehst die Nazi-Keule gegen die FPÖ heraus, dann ist zumindest ein Teil der Wiener nicht mehr bereit, eine Rechtsextreme, sprich eine Nazi-Partei zu wählen, und die FPÖ verliert das Duell mit der SPÖ. Was stimmt? Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Wählerinnen und Wähler dankbar sind, dass die FPÖ wieder mal, wir haben es schon im Hofer-Wahlkampf erlebt, ihr wahres Gesicht zeigt, und dann kommen immer und immer die Verschwörungstheorien, dann kommt immer der Rassismus, dann kommt immer der Sexismus, weil das ist das Fundament, auf dem die Freiheitliche Partei aufgebaut ist. Und die Wählerinnen und Wähler, und das werden wir am Wahlergebnis der FPÖ sehen, sind nicht bereit, diesen Wahnsinn mitzutragen. Wir werden es am Wahlergebnis der ÖVP sehen. Es schadet der FPÖ. Es schadet natürlich, es schadet dem Land. Ja, aber die Wolfgang, Frage ist, ob es der FPÖ schadet. Ja, es schadet der FPÖ auch, aber es schadet vor allem dem Land. Und wenn Leute wie der Herr Gross hier sitzen, in formvollendetem Zynismus und sagen, super, jede Aufregung ist super, es schadet zwar dem Land, die Menschen genieren sich schon, die Leute müssen sich öffentlich erklären, warum sie zulassen, dass so eine Regierung das macht, aber sie jubeln weiter. Wissen Sie, warum sie jubeln, Herr Gross? Weil es immer nur um den Machterhalt ging. Mhm. Es war immer schon das gleiche Prinzip und die Leute werden auch erkennen, dass es jetzt immer um den Machterhalt geht. Mhm. Die Freiheitliche Partei macht nichts anderes, als Menschen zu verhetzen, aufzuregen, zu spalten, damit der Machterhalt gesichert wird. Aber die ÖVP hat das richtig erkannt. Ottmar Karas in den letzten Wochen einen ganz eiskalten Abgrenzungskurs von der Freiheitlichen Partei. Nein, heißt er nicht groß. Nein, also ich bin der Einzige auf der... Sie sind nicht käuflich. Nein, im Gegensatz zu Ihnen nicht. Das ist der größte Scherz aller Zeiten. Im Gegensatz zu Ihnen nicht. Herr Gross, bitte. Darf ich wieder dem Gerald Gross das Wort geben? Wenn du sagst, das Ganze nützt der FPÖ, das ist eine Wahlhilfe für die FPÖ, dann ist ja der größte Wahlhelfer für die FPÖ der Armin Wolf, oder? Ja, natürlich. Der Wirklich? Armin Wolf, die Bornmähners, die Fussis, meinst die Miesigs, die Kalinas und wie soll ich heißen? Ja, Armin Wolf. Ich habe heute einmal mehr gesagt... War das in Ordnung, was er dort gemacht hat, dass er dieses Plakat mit dem Stürmer verglichen hat? Wunderbar. Der Journalismus des 21. Jahrhunderts in Österreich entlarvt sich an der Eitelkeit, an der mangelnden Selbstkritik, an der Überheblichkeit, der Demutslosigkeit eines Herrn Armin Wolf, der offenbar die Zeit im Bild als seine eigene Erbpacht empfindet, damit der eitle Pfau um Interviews führen kann, wie sie eigentlich jenseitig sind und wie sie keine Interviewführung zulassen, wie ich es von einem Robert Hochner, selbst von einem Josef Brockhall noch gekannt habe, und er oben eine Selbstinszenierung macht. Und ich plädiere dafür, Armin Wolf muss bleiben. Genauso wie der Bornmähner. Solche Typen müssen bleiben, die müssen sichtbar gemacht werden, die müssen abgebildet werden. Sie sind das beste Beispiel für den derzeitigen Zustand des sogenannten politischen Widerstands in Österreich. Ich ermögliche mit meinen Auftritten jeden Dienstag, dass Sie jeden Dienstag einen Auftritt haben. Und ich plädiere dafür, dass Armin Wolf noch viele solcher Interviews geben soll, weil es entleibt sich, es entlarvt sich, es ist köstlich, es ist herrlich. Die Menschen erkennen die Absicht und wenden sich in Schaden ab. Ein ORF-Anchorman, der ein ZIP-Moderator, der in seiner Eitelkeit die Linie überschießt und das NS
Stürmer, die Stürmerzeitung, also das Propagandablatt der NS-Vernichtungsmaschinerie mit einer integrationskritischen, wenngleich auch vielleicht über den Geschmack können wir diskutieren, über eine Islamisierung und eine Unterwanderung. Ja, aber nur einmal, ich bin ja weder der Karl Lagerfeld noch bin ich ein Stilberater. Also jetzt sage ich Ihnen Folgendes, da geht es ja um etwas ganz was anderes. Und da hat er das Ziel überschossen. Wunderbar. Das ist schon öfter passiert. Und jedes Mal, wenn solche Typen ausrücken, jedes Mal, wenn sie jede Scham verlieren, jedes Mal, wenn sie Scham vom Mund, schauen wir mal, heute die 45 Minuten an, mit Scham vom Mund wie ein tollwütiger Fuchs, sitzt er vor mir und schreit und blärt. Das ist doch perfekt. War der Auftritt des Armin Wolf gerechtfertigt? Natürlich, war er notwendig. Wieso? Er war deswegen notwendig, weil Armin Wolf etwas zutiefst Richtiges gemacht hat. Er hat aufgezeigt, wie die gleichen Codes und die gleichen Sprach- und Bildwelten, wie schon einst zur Verhetzung von Bevölkerungsgruppen verwendet wurden, jetzt wieder verwendet werden. Er hat nichts anderes gemacht, als aufzuzeigen, dass das und das sehr viele Ähnlichkeiten aufzeigt und den gleichen Zweck verfolgt, nämlich Feindbilder zu erschaffen. Und der Skandal ist nicht, dass Armin Wolf das aufzeigt. Der Skandal ist, dass es ein paar Wahnsinnige gibt, die das immer noch machen. Der Skandal ist, dass der Vizekanzler der Republik Menschen in seiner Partei hat, die solche Sachen abfeiern, mit Steuergeld finanzieren und dann sitzt der Politaffe Gerald Gross hier und macht sich lustig über die Menschen. Sind Sie wahnsinnig, Herr Gross? Sind Sie vollkommen außerhalb jegliches Gespürs für das, was an Gerechtigkeit und an Zuträglichkeit für die österreichische Bevölkerung noch geht? Niemand, und es gibt auch Umfragen, lesen Sie die einmal, niemand möchte mit diesem rechtsextremen, neonazistischen, verschwörungstheoretischen Gedankengut anstreifen. Niemand möchte das, Herr Gross. Da sind Sie ganz alleine. Stimmt das? Nein, halt, das ist eine andere Frage, weil ich habe sie mir schon tausendmal beantwortet. Das die ist Frage das Gleiche. Ist, kann ja auch nichts anderes. Hier doch die FPÖ entgleist ist in diesem Wahlkampf. Ob sie zu stark ins rechte Eck entgleist ist und ob sie sich damit nicht einen Schaden antut, nämlich A, an Schaden antut, wenn sie ständig solche Einzelfälle produziert, B, an Schaden antut, wenn der Vizekanzler, nachdem er bereits ermahnt ist vom Bundeskanzler, noch solche Interviews gibt, und C, an Schaden antut, wenn sie für einen Journalisten Folgen fordert, der gerade das er nicht eingesperrt gehört. Also, ne? Wenn die FPÖ, also man hätte ja sagen können, man muss ihn einsperren. Wenn die FPÖ, im 50. oder 60. Jahr ihres Bestehens zum gefühlten hunderttausendsten Mal die gleichen Argumente und Inhalte bringt wie die letzten Jahrzehnte, und im Jahr 2019 wird das plötzlich zu einem Skandal gemacht, weil irgendein Verrückter unter diesen Wortschöpfungen vor 6-7 Wochen etwas Grausames verbrochen hat. Ich habe es schon einmal gesagt, wenn wir nach dem gehen müssten, müssten wir den Koran verbieten, denn der Attentäter von Sri Lanka hat sich auf den Koran berufen und auf die gesamten Glaubensinhalte, aber so weit gehen sie ja nicht. Da sehen Sie das ja ganz anders, 250, 300 Tote, das nehmen Sie ja wie einen Klacks, das ist Ihnen vollkommen wurscht, wahrscheinlich haben Sie sogar applaudiert zu Hause und sich wieder gefreut, okay, dass ein paar Christen umgebracht wurden. Währenddessen, was ich antworte, er diskutiert auf einem Niveau, wo man ihm durchaus auch in der Lage ist, auf diesem Niveau zu begegnen, das ist überhaupt kein Problem. Also währenddessen mit Neuseeland geht er jetzt seit gefühlten 7 Wochen hausieren, es ändert sich nur an den Inhalten nichts. Also von Ihrer Argumentation, ich habe es Ihnen vorgemacht, müssten Sie ja den Koran dann auch verbieten, will keiner. Ich sehe jetzt nicht ein, dass die Freiheitliche Partei ihre Inhalte ändern müsste. Wäre ja noch absurder, wenn der Vizekanzler den Bundeskanzler plötzlich in Zukunft empfiehlt, die Inhalte zu ändern. Und jetzt Wolfgang Fellner, einen Schlusssatz. Ja. 95% des österreichischen Regierungsprogramms, 95%, werden von solchen Typen wie ihm abgelehnt und allesamt als rassistisch, faschistisch und neonazistisch betitelt. Das heißt, dass es der Sebastian Kurz oder der HC Strache, einem Bornmäner oder wem auch immer, wie sie alle heißen mögen, nicht recht machen das kann, muss also auch klar sein. Das war also die Epistel zum Tag von Gerald Gross. Die Frage zum Tag, die kommt von mir an dich, nämlich glaubst du, hält diese Regierung bis zur Wahl im Jahr 2022 oder wird diese Häufung dieser Einzelfälle, sagen wir mal, dazu führen, dass insbesondere auch der internationale Druck, aber auch der parteiinterne Druck auf den Sebastian Kurz so stark wird, dass er irgendwann abspringt aus der Regierung und in Neuwahlen geht. Was glaubst du? Definitiv. Also definitiv ich kenne die österreichische Volkspartei sehr gut.
Es ist kein Geheimnis, und Sie können schreiben, was Sie wollen. Diese Koalition wird definitiv zerbrechen. Und sie wird daran zerbrechen, dass die Österreichische Volkspartei ein christlich-soziales Fundament hat. Und ich kenne die Volkspartei auch in den Regionen. Und die Menschen dort ekeln sich, und sie sagen es auch immer deutlicher, vor dem, was die Österreichische Volkspartei auf Bundesebene mittragen muss. Leute wie der Gerald Gross versuchen die ganze Zeit, die ÖVP und Sebastian Kurz zu vereinnahmen und die ganze Zeit zu sagen, jegliche Kritik an dem Rechtsextremismus der Freiheitlichen Partei wäre eine Kritik an Sebastian Kurz und der ÖVP. Nein, Herr Gross, wir differenzieren das sehr genau. Ich kann die Regierungspolitik des Sebastian Kurz sachpolitisch ablehnen, ohne das zu vermischen. Das ist absolut möglich. Ich bin davon überzeugt, weil ich kenne sehr viele Menschen innerhalb der Österreichischen Volkspartei, die haben langsam die Schnauze voll davon, die ganze Zeit assoziiert zu werden mit einem Pack von Menschen, deren Gedankengut 1945 schon vollkommen jenseitig war. Also du auch sagst, unter Jörg Haider nicht besser geworden ist. Wird zerbrechen, weil die ÖVP-Basis einen so starken Druck ausüben wird und das Ausland. Weil das Fundament der Österreichischen Volkspartei auf christlich-sozialen Werten beruht. Und auch wenn Sebastian Kurz aus wahltaktischen Gründen mit der FPÖ jetzt eine liebäugelt und eine Koalition eingegangen ist, heißt das nicht, dass die Basis, das heißt die Menschen in den Regionen, in Salzburg, Tirol, Steiermark und so weiter, die haben nichts, aber überhaupt gar nichts mit der Freiheitlichen Partei am Hut. Und die werden Druck ausüben auf den Sebastian Kurz, der so groß werden wird, dass er sagt, okay, aus. Ich bin nicht bereit, die Volkspartei zu opfern. Neuwahl? Was bringt ihm eine Neuwahl? Na, ich glaube, dass Sebastian Kurz es schaffen kann. Das ist unfassbar. Ja, was ist? Also bitte. Bitte das kleine Max in die Politik vorstellen. Nein, es ist... Wollen wir wetten? Es ist ehrlich. Herr Gross, wollen wir wetten? Nein, es ist ja nur mehr skurril. Sie will Kindergarten, ein Dreijähriger, stellen Sie in die Politik so. Die Regierung wieder Neuwahl kommen. Er sitzt da ein, er hat das dort behauptet, die Plätze. Und drauf. Wo wollen wir wetten? Wetten wir drum? Es ist skurril. Die Regierung hält. Es ist skurril, alles muss ich sagen. Ich habe jetzt mitgeschrieben, was ja, ich alles schon gesagt habe. Affe, Wich, Depp, Idiot, Back, hat sie jetzt gesagt. Nehmen Sie, sie Herr Gross, nehmen Sie eigentlich Medikamente? Sie sind eine skurrile Figur. Sind Sie medikamentös? Und Sie zeigen heute einmal mehr der Bevölkerung, welchen Geist Kind Sie sollten vielleicht einmal... Sie sind politischer Vollkommen daneben. Sie sollten bitte einmal ein bisschen über den Luftaustausch in Ihrem Hirn nachdenken und weniger über den Bevölkerungsaustausch der Bevölkerung, weil irgendwas tickt da nicht mehr ganz richtig bei Ihnen. Sie sind ja komplett neben der Spur, guter Mann. Das ist ja, die Regierung kündigt auf, die Neuwahl. Ja, man kann es ja nicht einmal durchargumentieren. Also, Sebastian Borgmehner wettet was? Was ist der Wetteinsatz? Der Wetteinsatz ist, dass der Gerald Gross nicht mehr in der Studie herein darf. 100%. Genau. Sehen Sie, das heißt, Sie sagen bis 2022. Ich freue mich drauf. Sebastian Borgmehner. Natürlich wird es Neuwahl geben. Na, glauben Sie, dass Sebastian Kurz lässt sich das längst gebildet? Ich halte es damit im Gegensatz zu Ihnen mit Bert Brecht. Neuwahlen, jetzt versuche ich mal ernst. Entschuldigung, ganz kurz, aber ich halte es mit Bert Brecht. Ich teile zwar seine Meinung nicht, wahrscheinlich 100% der Österreicher nicht mehr nach der Nummer, aber wir werden alles dafür tun, dass sie auch in Zukunft ihre Meinung äußern können, wenn es sein muss, auch in der Zwangsjacke. Wir schützen sie, glauben Sie mir das. Du kommst ja vielleicht auf Nestreu, in der Zwangsjacke, wenn du so weiterläufst. Also ich werde zwischen zwei Zwangsjacken sitzen. Soll ich Ihnen einen Spiegel vor die Augen halten? Bitte. Wissen Sie eigentlich, wie lächerlich Sie sich gerade machen? Neuwahl? Natürlich, ja, ja. Willst du jetzt ernsthaft diese Frage? Also eine Regierung, die heute, wir diskutieren vor 30 Minuten über eine Steuerreform. Diese Steuerreform findet in mehreren Etappen logistisch die nächsten 1,5 Jahre statt. Sie muss auf die Reise gebracht werden. Solche Wahnsinnigen wie er wollen ja die Steuerreform gar nicht. Das heißt, die ÖVP kann sie eigentlich nur mit der Freiheitlichen Partei durchbringen, denn die haben sie auch beide ausverhandelt im Übrigen. Und im gleichen Atemzug sagt er, die Regierung wird morgen platzen und die Steuerreform gibt es nicht mehr. Ja, sagen Sie mal, wo haben Sie jetzt wundert mich nichts, dass Sie in keiner politischen Partei einen Erfolg haben. Ich habe lang darüber überlegt. Das Einzige, Herr Gross, was Sie können, ist immer das Nachplappern, was der Jörg Haider schon 1993 verbrochen hat. Jetzt sitzen Sie hier, kriegen einen hysterischen Anfall. Kriegen einen hysterischen Lachen. Soll ich Sie filmen, Herr Gross? Ja, tun Sie. Ja, wissen Sie eigentlich, wie lächerlich Sie ausschauen, Herr Gross? Bitte. Also bitte, spulen wir das durch. Schauen Sie, was Sie gerade gemacht haben. Sie werden sich genieren heute am Abend. Gehen Sie ins Kammerl und gehen Sie ins filmen. Schlussfrage. Wir beide waren doch einer Meinung, oder alle drei waren einmal einer Meinung,
dass wir gesagt haben, dieser EU-Wahlkampf kann eine Sprengkraft haben. Ja, ja, auch für die Regierung. Ja, ja, na, unheimlich. Ja, ja, auch wenn solang, du jetzt vielleicht... Solange das Dynamit mit so wenig Sätzen nur mir gegenüber du selber hast gesagt, das kann eine Sprengkraft haben. Hast du selber gesagt? Also es gibt, bitte? Es gibt die EU-Wahl. Die EU-Wahl, ich glaube, ganz ehrlich, mit dieser Polarisierung, die derzeit stattfindet, genau, dass die Freiheitliche Partei de facto die Meinungsvorherrschaft hat und die Medien, schon öftermals besprochen, möchte ihn schon gar nicht mehr beim Namen nennen, den Unaussprechlichen, solange solche de facto die FPÖ ständig in die Polarisierung bringen, wird die Freiheitliche Partei als EU-institutionskritische Partei, nein. Aber die österreichische Volkspartei fordert zwar Firmenstrategie mit Ed Stadler und Karas. YouTube-reifen Lachfleisch am Ende der Sendung angekommen. Diesmal hat Gerald Gross lachen dürfen, das letzte Mal hast du ja Bier ernst geschaut, ja, bei dem letzten. Aber, ich glaub, aber diesmal kommt sozusagen der Lachfleisch von dir. All jene, die in Österreich unter Depressionen leiden, sollten sich die Sendung hoffe, oft genug anschauen. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie haben es ähnlich heiter gefunden, vielleicht aber auch nicht. Jetzt ist ja auch um ein paar sehr ernste Inhalte gegangen. Ich darf mich verabschieden. Morgen ist 1. Mai. Sebastian Brandmehner marschiert. Gerald Gross braucht Beruhigungsmittel, damit er das aushält. Oder du bist in Urfa, bist du in Urfa bei der FPÖ dabei? Nein, ich bin in der Südsteiermark, wenn du das genau wissen willst. Das heißt, du nimmst deinen Alkoholkonsum in der Südsteiermark. Ich werde ein Achtel auf deinen Cholesterin trinken und dir ein Freundschaft hoch dem 1. Mai. So, das heißt, meine Damen und Herren, das war's für heute. Danke vielmals fürs Zuschauen. Morgen bitte unbedingt auftreten, 21 Uhr. Wir haben Wilimski gegen Schieder. Ich weiß nicht, ob es ganz den Unterhaltungswert von Groß gegen Brandmehner hat, aber es wird auf jeden Fall ein wildes, ein heftiges EU-Duell werden. Und dazu abschließend die Frage, wer gewinnt die EU-Wahl? Wilimski, Schieder oder Karas? Also ich glaube, der Schieder nicht. Ja, solange er solche Unterstützer hat. Wer gewinnt sie? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Vor zwei Wochen war es noch der festen Überzeugung. Also ich glaube, ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass Ottmar Karas und also die ÖVP und die Freiheitliche Partei sich das Match teilen werden. Also mittlerweile gibst du 50-50. Entweder Karas oder Wilimski. Die Entscheidung von 30% der Wähler ist, wie wir wissen, in den letzten zwei Wochen. Da hast Wilimski einen EU-Wahlsieg zu mittlerweile. Ich weiß nicht, ob er Erster wird, aber ich glaube, dass vor dem Ergebnis, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass vor dem Ergebnis, wenn etwas Grobes passiert, die nächsten vier Wochen ein dickes, fettes Plus bei den Freiheitlichen stehen wird. Ich glaube auch, dass die ÖVP ein Erfolg haben wird. Sebastian Brandmehner, wer gewinnt die EU-Wahl? Ottmar Karas, eindeutig. Nach wie vor. Du lässt dich dann nicht beirren, auch durch die eindeutig. Aber schauen wir uns mal an, wie groß das dicke, fette Plus der FPÖ sein wird. Da werden Sie, glaube ich, schon noch schauen, Herr Groß. Ja. Da bin ich schon gespannt, wem Sie dann wieder die Schuld geben. Darüber, meine Damen und Herren, dürfen Sie jetzt zu Hause weiter diskutieren. Wer hat der Plus, der Karas, der Wilimski, wer gewinnt? Wir sehen uns morgen Abend wieder bei Wilimski gegen Karas und wir sehen in einer Woche die beiden Herren hoffentlich nicht in der Zwangsjacke da. Gute Nacht. Ciao.